Ja, haben wir hier ein paar? Da haben wir schon mal hier drei Stück, wenn ich es gerade richtig sehe. Die sind nämlich ziemlich häufig. Ne, nur zwei. Ja, okay. Ist auch gut. Dann haben wir schon mal zwei erledigt. Was ja schon mal nicht verkehrt ist. So. Gut, jetzt bricht die Framerate wieder ein. Ich weiß nicht warum. Also die Festplatte dürfte jetzt noch nicht voll sein. Wenn ihr jetzt wirklich irgendwie Interesse habt, ihr seht ein Fertigkeitsbuch, was ich gedroppt habe, was ich nicht unbedingt brauche, könnt ihr natürlich immer mich auch anschreiben und sagen und fragen, hey, kannst du mir das nicht verkaufen? Klar kann ich das. Und werde ich dann auch. Klar, Aura, Schwertwirbel, Sausen. Und Kampffrosch ist irgendwie abhanden gekommen gewesen. Werde ich natürlich nicht unbedingt verkaufen können. So, jetzt haben wir hier ein Mädchen der Dunkelheit. Das lasse ich mir nicht nehmen, den kloppen wir runter. Level 30er Mädchen. Und hier wieder auf Autoangriff. Ich stelle das immer gerne zum Pullen auf normalen Angriff, weil dann schlage ich wirklich nur einmal. Beim Autoangriff sind es meistens zwei, drei Schläge, bevor ich weiterlaufen kann. Und ja, zwischenzeitlich, wo wir gemütlich mit einem Kaffee, Tee oder Kaffee oder was ihr auch immer möchtet, meinetwegen auch ein Glas Cola, kloppen wir gemütlich den runter. So, die 5 Minuten sind hoffentlich vorbei. Ne, erst 4. Gut, die Reitkarten sind dementsprechend, das hat man ja schon ein paar Mal jetzt gesehen, gut, dass wir da eben das Pferd rufen können und trotzdem noch schnell unterwegs sind. Und die Flaggen sind halt zum Appen von Sachen gut. Sind jetzt hier noch groß, was gerade? Fünfeckschild hat Halbmenschen drauf. Halbmenschenschaden ist halt gegen andere Spieler unter anderem. Kupferohrring hat keinen Bonus. Holzhalskette, warum auch immer, hat 4 Bonusse. Sind zwar auch nicht so gut, aber okay. So, weiter geht's mit dem Silberarmband. 10% wird von TP absorbiert zum Beispiel. Das heißt, dass wir 10% ja, von den Schaden, die wir machen, wiederkriegen können. Wir kriegen es nicht mit jedem Schlag wieder, aber wir können es wiederkriegen. Wenn wir es wiederkriegen, sieht man so ab und an immer diesen roten Strich, nicht so den gelben. Wenn wir jetzt hier ein paar mal töten, so, ich mache mal ein bisschen wieder Fußball. Wenn wir ein paar töten, dann kommen immer so ein paar gelbe und dann gibt es auch noch kleinere rote und blaue. Rot heißt eben, dass wir Mana wieder, rot heißt natürlich, dass wir Leben wieder gekriegt haben, Trefferpunkte. Und jetzt haben wir schon 8500 durch die Rüstung. Auch gut. So. Ja, die sind alle wieder lieb zueinander, was wahrscheinlich ironisch gemeint ist. Was ich auch verstehen kann. Also mittlerweile ist das Klima nicht mehr ganz so schön auf dem Server. Aber es macht trotzdem Spaß. Auch wenn es natürlich nicht so rüberkommt, wenn man hier gerade nebenbei Cola trinkt, sein Armbrot isst, was ich natürlich jetzt nicht mache. Ich werde also jetzt nicht nebenbei was trinken und was essen. Was man aber jetzt hier durchaus machen könnte. Klar. Sonst hab Teufel genau das Level 40.
Umso höher natürlich die Level sind, umso mehr Geld bringt es auch ein. Umso höher das Plus ist, umso mehr Geld sowieso. Und ja. Für die, die jetzt vielleicht nochmal fragen, welcher Server ist das? Ich bin jetzt hier Certain, also Server 15 und zurzeit Channel 2. Man kann natürlich, wenn man die Map nicht braucht, hier oben auf X gehen und auch schließen. Dann sieht man natürlich nicht, wo man gerade ist, welche Monster gerade um einen sind. Man sieht aber auch nicht, auf welchem Server, welchen Channel man ist. Ich finde das hier oben rechts immer schon sehr schön. Mädchen, die werden darauf nicht angezeigt. Es sei denn, man geht da direkt drauf auf so ein Mädchen, dann zeigt das einen an, aber er wird nicht irgendwie als roter Punkt oder ähnliches angezeigt. Was, denke ich mal, auch interessant ist zu wissen. Und hier sehe ich dann immer gerne, aha, da sind noch Monster und so weiter. Ich weiß nicht warum, aber ich finde es gut. So, wir können jetzt mal die ganzen Bogenschützen töten. Machen zwar nicht wirklich viel Aua, aber geben Erfahrungspunkte. Und die droppen immer noch was. Wenn man die nämlich jetzt einfach so umstößt, ohne dass man die überhaupt irgendwann mal irgendwie berührt hat, kann es gut sein, dass da nichts rauskommt. Dass ja also überhaupt nichts gibt. Weder Geld noch was anderes. Ich war gerade auch bei den Lebenspunkten stehen geblieben. Wollte ich aber eigentlich noch was anderes sagen zum Armband. Falls ich es noch nicht erwähnt hatte. Ich hebe irgendwie das ja nicht auf. Hier. Es hat 20% Chance, doppelte Menge von Gegenständen fallen zu lassen. Das heißt, zu 20% lassen die Monster halt mehr was schmeißen, noch mehr ab. Ist durchaus gut und interessant. So, mittlerweile müsste es gehen. 50.000 Yang. Man kann hier raus auch einen Seelenstein kriegen. Wäre mal klasse, wenn wir den haben. Dann können wir den verkaufen. Das heißt jetzt nicht, dass ich keinen Seelenstein mehr brauche auf meinen anderen Charakter. Sondern das heißt einfach nur, ich möchte es aussetzen, unbedingt das Equipment, damit wir wirklich schneller vorankommen. Sollte schon getrennt sein. Zur Not kaufe ich mir halt den selber ab, sozusagen. Also ich werde hier von den Sachen, die ich hier brauche, werde ich jetzt nicht einfach sagen, ich kaufe mir auf meine Hauptfigur und setze es rüber außer halt Ausrüstung, weil ich eben Ausrüstung schon zum größten Teil habe. So, Aura des Schwertes, lesen wir mal eben sofort. Und M2. Super. Ein Fertigkeitsbuch gelesen, sofort M2. Und wir wollten eine andere Richtung. Und Steiner Magie plus 0. Das heißt, dadurch ist unser Aura noch stärker geworden. Wir hauen den Gegner noch mehr Schaden rein. Was ja gut ist. Und jetzt könnte man auch noch hier schreiben halt, juhu, Aura an 2. So, den Ball öffnen wir auch mal. Wieder ein paar Tränke gekriegt, ja toll. Da ist er. Also, man könnte jetzt hier sagen, Gruppe, Gilde, rufen. Machen wir mal eben auch mal nochmal. Ja, Dresseur, bla bla bla, pipapo. Gut. Jetzt müssen wir jetzt zurücklaufen. Ja, klasse. Jetzt nochmal. Juhu. Aura. Genau. Ist M2. So. Haben wir einfach mal hier. Ist jetzt auch. Ja, so blau-grün unterlegt. Das heißt, dass wir es gerufen haben, dass also alle Leute, die in unserem Reich sind, das gehört haben. Wahrscheinlich werden wir da keine Antwort drauf kriegen.
So. Ach, okay. Es gibt ja jetzt auch so Mounts-Urkunden. Aber da brauchen wir uns noch nicht mit beschäftigen. Dup, dup, dup. Laufen wir mal hier noch weiter. Übrigens können wir natürlich wieder so machen. Sind wir schneller. Gut, das hatten wir jetzt auch schon. Stark gegen Tiere, denke ich mal, ist logisch. Alles, was Tiere sind, denen macht man 20% mehr Schaden. Und Teufel, halt alles, was zu der Gattung Teufel gehört. Das könnte man, kann ich auch nochmal später zeigen, was dann Teufel sind. Also ganz, ganz viel später. Denn haut man da auch theoretisch mehr Schaden rein, wenn man das anhat. Durchbohren der Treffer ist nichts anderes, als dass die Verteidigung ignoriert wird. Wenn die Verteidigung ignoriert wird, ist es im Endeffekt jetzt hier, das ist meine Verteidigung 153, die wird ignoriert. Die macht der Gegner dann ja mehr Schaden. Ist natürlich auch andersrum so, wenn der Gegner zum Beispiel nur einen Schaden macht. Und wir kriegen 103. Und wenn wir ohne Rüstung da wären, ohne komplett alles, würde der Gegner meinetwegen 10 Schaden machen. Dann würde er mit dem Durchbruch trotzdem 153 Schaden machen. Das ist halt in diesem Fall so. Ich bin jetzt hier kein Programmierer und kann euch nicht sagen, warum das jetzt genau so ist, aber es ist halt so. Die steht immer noch dort. Ist natürlich interessant, dass Gildenlohe Smileys so, andere Musik wieder. Ich weiß gar nicht, ob ihr die überhaupt hört. Und Auftrag 23 waren ja diese schwarzen, aber das lassen wir mal. Da habe ich jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, keinen Nerv. Was jetzt auch immer der hier macht. Also, mit so einem Namen, das ist nicht unbedingt einer, der was Gutes im Schilde führt. Herrenloses Yang. Da haben wir es. Und zwar jetzt nur 21 Yang wieder, aber die Masse macht's halt. So, mir hat wirklich keiner geantwortet. Wäre ja auch zu schön. Ich bin noch uninteressant. Also wenn ihr natürlich mich hier online seht, wenn ihr selber spielt und meint, oh, ich habe dich gesehen, ihr dürft mich ruhig anschreiben. Also ich habe keine Probleme damit, wenn ihr mich anschreibt. Aha. Zu denen sage ich jetzt mal lieber nichts. Und irgendwo wollte ich doch schon wieder hin. Da wollte ich hin. Irgendwo dorthin. Das ist ein Pfeil sogar. Wahnsinn. Mhm.